Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Vorstellungsvideo, also ein Unboxing-Hardware-Video in einem. Ich hatte vor einer Weile mal ein Video gemacht zu meiner Lichterkette, die ich mir bei Amazon gekauft hatte. Da hatte mich der Hersteller oder irgendein Hersteller, ich habe immer noch nicht geschafft zu kontrollieren, ob das auch der gleiche Hersteller ist, wo ich mir das gekauft habe, mich angeschrieben, ob ich da nicht nochmal ein Video machen könnte, und die würden mir dann Codes geben für euch, dass ihr die Kette billiger kriegt. Irgendwie sind die weg, die Ketten, wurde ich von euch drauf angeschrieben. Ich habe mit dem Hersteller geschrieben, also mit Google Übersetzer. Die kümmern sich jetzt drum, dass das funktioniert. Haben mir aber zwei andere Lampen angeboten, ob ich die nicht im Video vorstellen wollen würde. Und mich hat eigentlich nur eine davon gereizt, muss ich ehrlich sagen. Einmal diese hier. Und einmal diese hier. Die sind zum Kleben, kann man auch hinstellen. 360 Grad Rotation haben das Ding, das glaube ich auch. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat nur die UFO-Lampe interessiert, weil die sieht aus wie ein UFO. Es klingt scheiße, aber das ist der einzigste Grund. Da habe ich gesagt, na klar, schickt da mir mal zu. Deswegen oben auch der Werbebanner. Wir gucken uns jetzt beide mal an und dann mal gucken, wie die so aussehen. Ich habe die noch nicht in Einsatz gehabt. Also ich kann auch noch nicht sagen, ob es lange leuchtet, nicht lange leuchtet, ob Akkus drin sind oder keine Ahnung. Oh, so, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der UFO-Lampe an. Und danach nehmen wir uns dann die andere vor. Packen wir die mal aus. So. Und zwar haben wir da einmal ein kleines USB-Kabel zum Laden. Dann, also das ist dann, denke ich mal, der Aufkleber, damit das irgendwo festgeklebt werden kann. Eine kleine Karte. Kann auch wieder rein. Und eine Anleitung, die leider nur in Englisch und ja, Chinesisch ist. Aber naja. Also packen wir die aber mal aus. So, das ist die UFO-Lampe. Ja, die steht nicht richtig gerade. So, das ist die UFO-Lampe. Und deswegen wollte ich sagen, weil sie aussieht wie ein UFO. Also es klingt wirklich doof, aber es ist der Grund, warum ich diese Lampe haben wollte. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Oh, kaputt? Nee. Ach, die kann man auch abmachen. Die kann man auch abmachen. Okay. Ach, das ist das Ding zum Kleben. Hier kommt dann das so rauf und dann kann man das ankleben und das hat so zwei Plastenippel, das hakt man dann in die Lampe rein, hier unten. Und dann kann die dann an der Wand halten. Oder man stellt sie sich halt so hin. Ich muss jetzt mal gucken, wo es an und aus geht. On, off. Ach so. Ach, okay. Da sind Batterien drin. Aber ja. Der Batterieschacht, der ist. Ja, da ist ein Akku drin. Aber da ist auch die Vorrichtung. Ich sehe die links und rechts jedenfalls, dass man das auch. Seht ihr das? Da ist ein kleiner Akku drin. Also hätten sie auch einen größeren nehmen können. Aber man sieht halt hier oben und da unten, da sieht man es am besten, dass da auch die Vorrichtung sein könnte mit Wechselbatterien. Ich weiß ja auch nicht, wie lange so ein Akku hier hält. Ja, und wo ist hier an und aus? Auto off on. Ach so. Ach, hier ist der USB-Kabel zum Laden. Und hier an, off und so was alles. Also mal, wenn wir mal anmachen. Warte, welcher ist denn hier für an?
All out. All. Machen wir, wenn wir auf out machen, machen wir mal hier und dann machen wir mal on. All, achso. Dann kann ich mit der Lampe dit einstellen. Also praktisch kann ich jetzt so machen, dass nur der Ring leuchtet und das auch. Oder wenn ich das so mache, dann das nicht, aber der Ring. So sieht es dann aus. Warte, machen wir nochmal alles an. All. All. Nee, da. All. So. So sieht die dann aus. Naja. So, was haben wir denn hier noch? Auto, off. Na, die Knöpfe sind ein bisschen klein und fummelig. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Also die UFO-Lampe hat mir zwar am meisten gefallen, aber man kommt so jetzt... Ja, man kommt so jetzt nicht an die Knöpfe ran. Man muss halt immer, ja, seht ihr das? Und dann dreht die sich mit. Ja. Muss man immer halt mit einer Hand festhalten. Und erstmal gucken, wo muss ich ihn drücken? Ah, hier. So. Muss man hier so drücken, praktisch da, wo der Halbkreis ist, da, muss man dann den Ring festhalten und dann so drücken, dass man hier an den An- und den Aus-Knopf kommt. Achso, jetzt habe ich nur dies ausgemacht. Oh, und doof ist auch hier, der Ausknopf ist wirklich hier in der Mitte, weil, was ist da? Oh, jetzt ist er nicht. Warte, ich muss das mal abmachen, so. On, off, Auto. Ja, rechts ist on, Auto. Also da hätte ich lieber off. Naja, okay. Naja. Naja, also gucken wir uns mal die andere an. Also ich muss echt sagen, ich war von der hier eigentlich, deswegen habe ich eigentlich gesagt, ja, mache ich. Eigentlich nur wegen dieser Lampe. Aber so, jetzt bin ich gerade gar nicht mehr so begeistert davon. Mal gucken, vielleicht reißt die andere das Ruder ja noch rum. So. Wir haben hier wieder so einen Aufkleber mit bei. Die hat sich... Das ist die. Das ist hier auch ein längerer USB-Kabel mit bei. Und eine Anleitung in Englisch. Und Chinesisch. Also können wir mit der Anleitung erstmal nicht anfangen, kann ich die erstmal wegräumen. So. Hier ist ein hellblauer Kranz. Wieso habe ich einen grün? Ach so, den gibt es in verschiedenen Farben. Okay. Okay, den gibt es, man kann die Lampe hier bestellen mit verschiedenen Farben. Okay. Gut. Ah, das ist hier auch so locker. Und dann kann man das hier so stellen. Ich mach mal so, dann seht ihr das vielleicht. Ich mach mal höher. So, dann seht ihr das vielleicht ein Stück besser. So. Einmal könnt ihr das dann praktisch so runterrichten. Oder wenn da gerade was auf der Seite ist. Oder andere Richtung. Oder ihr könntet eine Hand nehmen und dann irgendwo hinleuchten. Wenn im Bad irgendwas runtergefallen ist, könnt ihr dann halt so machen. Mach ich mal rauszoomen. So, hier haben wir auch wieder den USB-Kabel. Und wir haben da Auto und... Hi. Okay. Auto. Ach so. Ach so, das ist Auto ist an und aus. Ja, Auto ist an und aus. Und dann haben wir hier Hi. So, wenn wir das jetzt umdichten, warte, ich müsste da kurz warten, bis ich einpegelt. So. So ist weniger.
Und so ist halt heller. Das sieht jetzt echt doof aus. Oh, ist das hell, leck mir am Arsch, ey. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus über Cam, aber es funktioniert wirklich. Und das Geile daran ist, können wir auch anmachen. Ja, wo ich denn? Oder dann halt, ich werde das über im Badezimmer über den Spiegel machen, weil ich habe nur eine Deckenlampe. Und mein Frauchen regt sich immer auf beim Schminken, dass es manchmal das Licht doof fällt. Und so kann die dann so machen, dann kommt es halt, scheint es so direkt nach oben, dass sie indirekt Licht kriegt, oder nach vorne oder nach unten. Und dann kann sie auch hell, also das ist hell, und noch heller machen. Seht ihr ja an meinem Gesicht, denke ich mal, wie so. Und dann, wenn sie mal wieder Haarklammer verloren hat, kann sie so machen und nach der Haarklammer suchen. Ist ja geil. Oder für mich jetzt im Haushalt ist das halt auch geil, weil ich verliere grundsätzlich die Taschenlampen. Und wenn hier wieder mal Stromsperre ist, beziehungsweise Stromausfall, weil sie mal wieder die Kabel anbohren, die Idioten, gehe ich einfach ins Badezimmer, greife über den Spiegel, mach so und habe Licht. Das ist cool. Und vor allen Dingen, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die eigentlich, Anfrage habe ich ja nicht gestellt, ich wurde ja angefragt. Eigentlich habe ich ja nur gesagt, ja, mache ich wegen dieser Lampe, von der ich jetzt aber ehrlich gesagt jetzt beim Angucken und beim Probieren gar nicht mehr so begeistert bin. Da gefällt mir die hier viel besser. Die hat auch das zum Kleben da unten. Also ich muss sagen, achso, kann man auch abmachen? Ah, das Ding kann man auch abmachen. Dann kann man praktisch den, okay, und hier unten sind Schrauben, und da denke ich mal, wird sich auch die Akkuzelle drunter befinden. Jetzt muss ich mal gucken, wie schraube ich jetzt hier, achso, gut. Okay, also das kann man auch abmachen unten, dass man das vernünftig kleben kann, dass man dann praktisch nur den dünnen Plastering aufklebt, und dann braucht man das nur auflegen, und dann ist das fest. Und falls man dann keinen Bock mehr drauf hat, falls man sich die dann irgendwo hinstellen will, so, kann man dann natürlich auch so lassen und dann irgendwo auf den Tisch stellen. Dann kann, ja, also das finde ich gut. Also ehrlich gesagt, bin ich von der jetzt gerade begeisterter als von der anderen. Und die werde ich jetzt auf definitiv, nee, lieber noch nicht, ich warte da auf mein Frauchen. Nicht, dass die mehr links oder mehr rechts haben will und ich mache die mittig oben drüber. Da warte ich, oh, Katzen. Das sind meine Katzen, nicht wundern, die bekriegen sich momentan öfters mal. Da warte ich jetzt auf mein Frauchen, und dann soll die mir sagen, wo das hingeklebt werden soll. Mehr rechts, mehr links, mehr mittig. Oder vielleicht auch tiefer, nicht über den Spiegel, sondern links daneben oder rechts daneben. Mal gucken. Und dann wird das jetzt angebaut, und dann kann ich euch da auch was zu sagen. Und die weiß ich noch nicht, ob ich die anbauen werde oder mir so hinstelle. Muss ich abwarten, weil von der bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so begeistert mit, weil jetzt macht sich beschissen mit dem Ring. Wenn die angeklebt ist, müsst ihr ja denken, muss man immer das machen. Und ob der Kleber da so lange hält, also weiß ich nicht. Da muss ich jetzt erstmal gucken. So, das soll es jetzt zu den beiden Lampen gewesen sein. Ich würde mich dann jetzt hier erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann im einen der nächsten Videos wieder oder im Let's Play. Ich weiß es noch nicht, was ich als nächstes mache. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.